Hallo meine Lieben, ich bin es Sophia und ich hoffe, du bist nicht mehr im Weihnachtsstress, sondern kannst dich jetzt voll und ganz der Entspannung hingeben. Ich habe dafür drei Tipps mitgebracht, wie ich entspanne. Ich werde nämlich öfter gefragt, hey Sophia, du bist doch Speed-Relax-Trainerin, du zeigst anderen Menschen, wie sie schnell in den Schlaf, schnell in die Entspannung und schnell in die innere Ruhe bei Stress kommen können. Was machst du denn selbst bei dir? Und Nummer 1 klingt einfach, ist jedoch für viele Menschen tatsächlich sehr, sehr schwer. Nämlich im Hier und Jetzt zu sein. Kennst du das? Du möchtest abschalten, aber das Gedankenkarussell ist an. Du denkst an morgen, du denkst vielleicht an die Vergangenheit. Du hast vielleicht gerade eine Krankheit, die dich nicht loslässt. Du hast bestimmte kritische Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Vielleicht ist es gerade der Geschenkekauf und du weißt noch nicht, was du wem schenken sollst. Vielleicht denkst du aber, oh Gott, dann kommt die ganze Familie zusammen und was wird das denn jetzt wieder? Also, es sind ja ganz, ganz viele Dinge, die wir im Kopf haben, die uns tagtäglich belasten. Und das Interessante ist aber, dass wir dann natürlich, wenn wir an die Zukunft oder an die Vergangenheit denken, eben nicht im Hier und Jetzt sind. Und wenn du mal darauf achtest, wann sind die entspannenden Momente bei dir? Bei mir ist es so, dass ich super gut entspanne und ob ich jetzt male und in Entspannung bin, Klavier spiele, im Chor singe oder feiern gehe, Hauptsache ist wirklich im Moment zu sein, den Moment zu genießen. Das ist nämlich alles, was in dem Moment zählt. Dann das Zweite. Akzeptiere, was ist. Ich hatte mal eine Nonne getroffen, die ist in Myanmar durch den Dschungel gegangen. Und sie meinte, der Regen kam. Und sie wollte aber nicht, dass der Regen kommt. Und sie hat so dagegen gekämpft und sie war so sauer und sie meinte, oh, es kann doch nicht sein, ich gehe jetzt hier einmal durch den Dschungel und genau dann kommt der Regen und ich habe überhaupt nichts mitgenommen. Und diese Nonne kauerte sich so an einen Stein und hat versucht, nicht nass zu werden, doch natürlich kam der Regen und sie wurde nass. Und im Umkehrschluss danach meinte sie so, hey, Sophia, ich hätte es auch einfach akzeptieren können, dass der Regen so oder so kommt. Und anstatt dagegen zu kämpfen, hätte ich auch, und dieses Beispiel kennen wir alle, im Regen tanzen können. Kennst du das? Du sitzt in der Bahn und die kommt einfach mal zu spät. Und wie viele Menschen sitzen dann da, regen sich auf, sind am Kämpfen, sind wütend. Wie kann das denn schon wieder sein? Und das ist alles Energie. Und was ist es? Es ist absolut verschwendete Energie. Denn ich glaube nicht, dass du der Lokführer bist und selbst entscheiden kannst, wie schnell die Bahn fährt. Du sitzt im Zug. Was sollst du denn machen? Kannst du irgendwas tun? Wahrscheinlich nicht. Und da ist es so wichtig, eben zweiter Punkt, wie ich mich entspanne. Akzeptieren, was ist. Erstmal die Situation akzeptieren und dann kann man ja schauen, okay. Dann komme ich halt zu spät. Was kann ich dann regeln? Was kann ich machen? Aber es nimmt erstmal so viel Energie raus, wenn man aufhört zu kämpfen. Und deswegen das zweite, Akzeptanz. Dann kommt der dritte Punkt. Dritter Punkt ist bei mir, ich nenne den jetzt mal Meditation. Tatsächlich meine ich damit aber etwas, das ich mir persönlich angeeignet habe. Es ist jetzt ja, so ein bisschen mein Entspannungsgeheimnis, das ich jetzt mit dir teilen möchte. Und zwar, ich versuche jeden Tag, mich einmal hinzusetzen. Und ich gehe in eine Meditationspose, entweder im Liegen oder im Sitzen. Ich schließe die Augen und konzentriere mich auf meinen Atem.
bis ich völlig im Hier und Jetzt angekommen bin, in dem Moment. Ich atme langsam ein und aus, konzentriere mich auf den Atem. Und dann sage ich, dass jetzt alles sein darf. Ich akzeptiere alles, was in dem Moment ist, alles, was ich zeigen möchte, akzeptiere ich. Anstatt zu sagen, Gedanken dürfen nicht da sein, Gefühle dürfen nicht da sein, sage ich, hey, ich lade euch ein. Alle, ihr seid alle willkommen. Sowohl die Trauer als auch die Wut, als auch die Dankbarkeit. Auch Gedanken sind willkommen, die ich vielleicht sonst nicht denken möchte. All das darf sich zeigen und ich nehme mir wirklich die Zeit dafür. Ich bin dann alleine in dem Moment und schaue, was ist gerade da? Was möchte sich zeigen? Anstatt es wegzuschieben, auch diese Gefühle, die man nicht fühlen möchte, die Gedanken, die man nicht denken möchte, es einfach mal zuzulassen. Wie bei Punkt 1 und 2 eben erstmal im Hier und Jetzt zu sein, in die Akzeptanz zu gehen und im dritten dann eben willkommen zu heißen, was ist, zu fühlen, zu denken, da zu sein, echt zu sein, man selbst zu sein. Genau. Ich hoffe, dass ich dir einen kleinen Einblick geben konnte. Wie gesagt, das ist meine persönliche Entspannungsübung. Das muss überhaupt nicht auf dich zutreffen oder für dich passend sein. Aber ich hoffe, dass du ein wenig Inspiration für dich mitgenommen hast und wünsche dir damit wie immer einen guten, guten Tag und bis spätestens morgen früh.